Hey, ein Champion Spee. Wieder fürs so, du hast wohl gerade eine Glückssträhne. Der Arenaleiter hat den Champ vor 3 Jahren besiegt. Das wird kein Kinderspiel. Gib alles, was du hast. Hallihallo, hallöle, willkommen zurück zu Pokémon Goldene Edition. Und wir sind immer noch hier auf Wasser. Genau. Und wir können nicht fliegen. Aber wir sind auf Wasser. So, komm, jetzt aber fliehen. Ich will fliehen. Let me fliehen. Naja, gut. Dann tackle. Ich wollte ja auch noch eins weiter runter. Amparos ist sowieso auf Wasser viel besser dran. Weil Wasser. Tschüss. Oh. Level 57. Amparos wird stark und versucht Donner zu erlernen. Aber kann ich mehr als 4 Attacken erlernen? So eine Attacke zugunsten von Donner vergessen werden, welche Attacke soll vergessen werden? Tackle! Jetzt kann Ampharos nur noch Elektroattacken. Gut. Aber ich glaube, wir sind hier sogar schon gleich wieder durch. Dass es denn so schnell geht, habe ich auch nicht gedacht. Als ich das letzte Mal gesagt habe, ja, wir machen hier noch so ein paar Trainer und gehen dann nach Vertania City. Genau, das ist ja auch unser Ziel. Hallo, lass mich doch mal an Land. Ah, da sind noch ein paar. Uff, uff. Nur noch ein kleines Stück bis Fuchsania City, da waren wir schon mal. Also deshalb, ne, Vertania City danach. Schwimmer Victor möchte kämpfen. Muschas. Muschas gracias. So. Tschüss. Ich hab gehört, es gibt heute große Muschel. Oh. Tote Muschel. Ostos. Austers ist gut, Austers ist lecker, Austers ist, besiegt gleich, ja. Na, passiert. Tschüss, Victor. Ich ertrinke. Jetzt übertreib nicht. Schwächlinge widern mich an. Ja, der andere ist, Schwächling. Nämlich kalt gemacht. Schwimmerin Clara. Und sie hat auch noch ein Pokémon. Ja. Ich glaube, das gewinnen wir locker. Tschüss, Golking. Schön, dass du da warst. Schwimmerin Clara besiegt. Ich schlage dich beim Schwimmen. Ah, doch noch jemand hier. Schwimmen? Ich bin ein miserabler Schwimmer. Ich plansche lieber in dieser Riesenpfütze. Das ist keine Pfütze. Planscher. Schwimmer Igor. Der nicht mehr weiß, was eine Pfütze ist und was auf hoher See bedeutet. Tschüss, Simon. Soll ja vorkommen, dass man etwas durcheinander kommt. Denn Toxer.
und Goldini. Es gibt Fisch! So. Fisch schmeckt lecker. 666 LP. Und auch mal ein Tentacher zum Schluss. Das war übrigens der Fisch des Satans, ne, wie man gesehen hat. Satans Goldini. 666 LP. Schön, mein Ikora wurde besiegt. Ich dachte, ich könnte gewinnen. Weißt du, was ich immer manchmal so denke, ey? Route 19, Fuxania City, Seeschauminseln. Da steht Route 19. Ist hier vielleicht noch was? Die Bauarbeiten sind beendet. Jetzt kann ich wieder angeln. Ich bin total verschwitzt. Es ist Zeit, um zum Schwimmen. Ja. Sei auf der Hut, wenn du zu den Seeschauminseln schwimmst. Ordnungsamt Fuxania City. Auf der Zenoba-Insel wurde niemand verletzt. Das ist großartig. Ja, viele haben da, glaube ich, denn auch nicht gewohnt, ne? Okay, jetzt sind wir wieder hier. Ich will nochmal gucken, ob ich irgendwas vergessen habe auf dem Wasser, aber ich denke mal nicht. Nur mal schnell gucken. Oh. Oh, dich haben wir noch vergessen. Okay. Schwimmer Anatol. Sie haben Halsschmerzen? Dagegen hilft Anatol. Anatol. Das Halsschmerzmittel. Okay. Zum Schlucken. So. Das war Remorai. Ja, knapp. Ich habe ja auch nicht gedacht, dass das noch ein Trainer ist. Weshalb? Level 58 und Anatol wurde eingenommen. Gulp. Dafür spreche ich mal ihn noch an. Nachts wird das Meer schwarz. Es scheint, als wollte es dich verschlingen. Er hat wahrscheinlich irgendwas von nachts schwimmen gesagt. Surf ist nicht mehr die einzige VM, die du im Wasser einsetzen kannst. Okay. Okay, wir haben alles erreicht, was wir erreichen konnten. Wir nehmen jetzt Saboga in die Hand und fliegen nach Vertania City, um dort unsere Pokémon zu heilen. Erstmal. Und werden dann erstmal in die Pokémon Arena noch nicht gehen, sondern gehen hier nochmal rein. Hallo. Es tut mir leid, der Zweikampf ist aber nur... Oh. Ja. Ja, okay. Achso, weil ich das kurz nach Mitternacht gemacht habe. Okay, ist also noch der gleiche Tag. Passiert, wenn man so viel aufnimmt. Bei mir ist heute Dienstag trotzdem, der Tag, bevor der Part kommt und so. Wirst du den Arena-Leiter herausfordern? Viel Glück, du wirst es... Danke. Hey, ein Champion Spee. Wie dafür so, du hast wohl gerade eine Glückssträhne. Der Arena-Leiter hat den Champ vor 3 Jahren besiegt. Das wird kein Kinderspiel. Gib alles, was du hast. Haben die wenigstens das Schild jetzt hier? Pokémon Arena von Vertania City. Na, okay.
Nein, die haben den Text nicht vervollständigt. Das ist immer noch unlesbar. Hey, hast du es endlich hierher geschafft? Auf den Zinnoberinseln waren wir nicht danach, aber jetzt können wir kämpfen. Willst du etwa behaupten, du hättest alle Arena in Johto besiegt? Arenaleiter. Hey, dann müssen die Arenaleiter in Johto ziemliche Jammerlappen sein. Aber nur keine Bange. Ich werde dir sofort sagen, ob du ein guter Kämpfer bist. Fertig, Johto-Junge? Johto-Junge. Alles klar. Du hast verkackt. Bei mir jetzt. Leiter Blau möchte kämpfen. Er hat 6 Pokémon. Naja, das wird ja mal spaßig. Tauboss. Flammenrad. Ey. Wir brutzeln Tauboss nieder. So. Fast, ne? Oh, oh, oh. Dann jetzt. Yay! Es brennt. Brennen ist gut. Brennen macht Spaß. Du hättest wahrscheinlich Feuerheiler dabei haben sollen. Ja, gut. Wer sich noch an den letzten Part erinnern kann, weiß genau, was ich raus wollte. Level 47. Ich war sicher. Ich hatte heute auf der Arbeit einen Pfirsich bekommen. Von einer. Okay, also nicht Arbeit, Weiterbildung mache ich ja gerade, ne? Die da auch war und ja, gut. Rezeros. Pfirsich ist ja toll. Heutzutage wissen ja manche nicht mehr, wie Pfirsiche schmecken. Das ist aber wirklich so, dass heutzutage jüngere Menschen, also Kinder, bei Obst oder Gemüse nicht mehr wissen, was das ist, ja. Gut, was hatten wir da? Rizeros. Ich nehme mal Radikal. 56. Okay. Ein Sandsturm. Ich bin blind. Nein, ganz so schlimm ist es noch nicht. Aber ein Sandsturm trifft Radikal. Ah, einmal wechseln, okay. So bist du drauf. Du weißt schon, dass der Sandsturm auch Gyarados trifft. Hat er wahrscheinlich vergessen. Passiert. Oh. Okay. Immerhin sind die KP, die Erfahrungspunkte noch nicht weg. Dann nehmen wir halt Ampharos. Wäre eh besser gewesen gegen Gyarados, dass ich erstmal wieder aufladen muss. Level 58, so wie unser Ampharos. So, dann kommt jetzt wieder Rizeros. Wow, 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 wow. Es war ein Volltreffer. Ups. Surfer.
Ja. Beutel. Ich habe ja noch irgendwo. Moment, habe ich nicht noch den Top-Beleber? Radikal. Gut, tschüss, Trauboga. Dann werden wir mal radikal wiederholen. WTF. Überhaupt nicht übertrieben oder so. Sandsturm. Komm, Hyperzahn. Du bist ausgewichen. Tschüss. Oh Mann. Wie viel hat er noch? 3. Simsala. Simsala sollte ja wohl auch vom Sandsturm getroffen werden. Ja. Kritikal. Ja, gut, die Erfahrungspunkte sind flöten gegangen. Oh. Hust, hust, hust. Kokowai. Wo haben wir unser Blabber? Ich glaube, das hat Stern nicht überlebt. Damit habe ich nicht gerechnet. Okay. Flammenrad. Das schafft Kokowai einfach nicht mehr. Mal wie schneller sind. Gut. Und das letzte? Akani. Akani. Schnell Pokémon heilen. Ja, gut. Problem ist einfach nur, dass er uns die Chance gibt, dass wir noch radikal heilen können. Das könnte also das Ende sein. Wir holen aber trotzdem zuerst Ampharos, um sicher zu gehen. Lambo, er ist schneller. Ah.
Gut, aber wir haben ja immer noch die Chance, dass vielleicht ein Volltreffer kommt. Oder auch nicht. Okay. Dann radikal. So, radikal, das musst du überstehen. Ja, das war's von mit hier das war's mit Pokémon Goldene Edition für heute. So rum. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst eine negative Wenn es euch gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da. Wenn nicht, dann eine negative. Oder so. Oder wie auch immer. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Dann werden wir Blau besiegen. Bis dann. Tschüss.